Hey, ich grüße Hey, dich. hey! Na? Alles gut bei dir? Alles gut. Bei dir auch? Ja, ich hatte gerade der Jasmin noch geschrieben, weil ich jetzt gesagt habe, es ist jetzt kurz vor und ich wusste nicht, wie viel vor du kommst, aber ist alles gut soweit. Ja, perfekt. Wie viele sind's? Wie viele Also Anmeldungen? 46 haben sich angemeldet und da kommen bestimmt noch ein paar mehr dazu, hoffe ich. Und ich würde halt die Aufzeichnung dann auch reinstellen. Und das Zoom, siehst du ja, ich nehme es auch auf, kann ich dir dann auch zur Verfügung stellen, auf Ja, alle Fälle. perfekt. Und Hast du denn noch den Lead irgendwelche Magnet Wünsche? hast du, ne? Den wir dann drunter packen. Genau, den habe ich auch eben noch mal Ja, geteilt. Ich weiß nicht, ob du das perfekt. gesehen hast. Also kannst du gerne ja drauf Da noch eingehen. nicht, genau. Ja, Genau. Gibt es denn was, machen was du, also was ich dich fragen soll oder was ich dich auf keinen wir. Fall fragen soll? Nö. Oder machen wir einfach Free Wir Flow? gucken, wie es fließt, in welche Richtung es geht Genau. und dann. Und du hast wie lange Zeit? Bis eins? Oder Genau, vor einer ja, weil Stunde. sonst, also wir können auch eine halbe Stunde. Es ist meistens so, je kürzer, desto mehr gucken das. Aber wenn wir im Flow sind, sind wir im Flow. Ja, gucken wir. Also du kannst, Genau. du hast das im Hinterkopf und moderierst ab, wenn du denkst, es ist gut. Ja? Genau, Du nee, dann kennst machen wir das deine so. Audience am besten. Alles klar. Perfekt. Dann würde ich jetzt mal gucken, dass ich das live streame und dann können wir ganz kurz, würde ich in die Vorschau gucken. Ich weiß nicht, wie du das immer machst, aber du bist ja auch ein alter Hase von Genau, Live-Gehen. genau, genau. Einmal kurz überprüfen. Genau, so, weil das muss immer, also die müssen sich immer erst alle verstehen, die ganzen Tools. Richtig. Genau, so, dann schauen wir mal. Ja, sieht gut aus. Dann würde ich jetzt starten, okay? Okay. So. So, herzlich willkommen heute zu einem LinkedIn Live und zwar mit Leaderships Insights. Ich habe hier die wunderbare Stefanie Bruns dabei. Und freue mich total, dass wir heute sprechen können über Fülle, also Abundance sozusagen, über High Performer, über alle möglichen ultra erfolgreichen Leute, weil das sind nämlich genau die, die Stefanie begleitet. Und wir wollen halt mal ein bisschen hinter das Geheimnis schauen, mit welchen Tools man das erreicht, aber auch vor allen Dingen mit welchem Mindset. Deswegen herzlich willkommen. Liebe Stefanie, du als also eigener High Performer hast aber auch die Fähigkeit, andere in ihre High Performance zu bringen. Wie machst du das? Erstmal danke, 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 dass ich hier sein darf für die Einladung und herzliches Willkommen an alle Zuschauer. Ja, High Performance beginnt natürlich in dir. Aber wie schafft man es, im Grunde genommen das Motivationstief zu überkommen? Sprich, wie schafft man es, in einer hohen Lebensenergie zu sein? Also wir können das messen. Viele haben unterschiedliche Tools dafür entwickelt, aber eines der bekanntesten ist zum Beispiel die Life Force Energy Skala. Der Mann, der das erforscht hat, war der Herr Bowis. Und er hat eben herausgefunden, dass wir mit einer hohen Lebensenergie viel mehr in der Lage sind, unsere Ziele zu verfolgen und eben auch einzuteilen, was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Vierer-Einteilungen, wichtig, dringlich und so weiter. Und der Rest geht in den Ja, Papierkorb. das kennen wir alle, glaube ich. Das kennen wir seit Jahrzehnten. Ich habe das hoch und runter geteacht, aber ich habe selber gemerkt, dass es um was ganz anderes geht, nämlich um das Lebensfeuer. Das heißt, wo hast du wirklich Lust dazu? Und natürlich gibt es in jeder Zielverfolgung auch immer Dinge, die unliebsam sind, die man nicht gerne macht. Aber was kann man tun, um die Dinge, die du echt nicht outsourcen kannst, die kein anderer machen kann, dann wirklich zu tun mit vollem Elan, voller Begeisterung, sich immer wieder auf das Ziel auszurichten und immer wieder zu gucken, okay, wie schaffe ich es, dorthin zu kommen und eben meine Lebensenergie hochzuhalten. Und dazu muss man erst mal verstehen, was der größte Feind der Lebensenergie ist. Und das sind im Inneren die Zweifel, das sind im Äußeren nicht sichtbare Resultate.
Das sind dazukommender Druck, Erwartungsdruck, den wir haben in der Rolle als Führer, aber auch in der Rolle als Mutter, Vater oder Partner, Partnerin oder Kind. Also wir haben unterschiedliche Rollenhüte auf und häufig haben wir eine größere Vorstellung davon, was die anderen von uns erwarten, als sie es tatsächlich tun. Das heißt, Da ich hast du lasse hier schon recht, immer genau. anklingen auf den unterschiedlichen Ebenen, was dort immer gleich hineinspielt. Es ist nicht nur der Erwartungsdruck, sondern häufig ist er überhöht von uns. Wir haben auch selbst an uns einen riesigen Erwartungsdruck. Wir sind häufig strenger als die strengste Person in unserem Leben zu uns selbst, Genau, strenger als die aber Eltern, strenger als die Lehrer. Erwartungsdruck ist ein gutes Stichwort. Ich kenne ganz viele High-Performer, denen geht's gut. Da stimmt, sage ich jetzt mal so, die Kasse, die machen was Sinnvolles, die kennen ihren Purpose, die haben alle möglichen Workshops gemacht und trotzdem ist da irgendwie noch diese Leere, weil manche erzählen mir dann auch, sie müssten sich noch beweisen oder sie sind immer noch nicht gut genug. Und da wollte ich hier vielleicht noch mal reingehen. Hast du Erfahrungen auch damit, was denen so fehlt auch, weil viele ist ja jetzt so ein bisschen ein spiritueller Umschwung auch zu merken. Viele sagen, oh, ich muss meinen Seelenplan folgen, ich kenne den gar nicht. Und Instagram geht's hoch und runter mit Human Design und alle möglichen Portaltage. Und ich habe mich da schon lange mit beschäftigt, merke aber immer, dass die mit mir auch zusammen Coachings machen, die einfach quasi Geschäftsführer sind und eine neue Führungskultur etablieren wollen, ja. Also nicht mit so Hierarchie von oben nach unten, sondern so, dass man quasi die Arbeit sieht und die Arbeit tut, ja. Und da wollte ich dich mal fragen, wenn du auch mit High-Performern arbeitest, wie schaffen die das, diese Leere mit irgendwas zu füllen? Ja, also mit was, wo sie, was sie vielleicht auch weitergeben können, weil du hast eben so schön die Rollen angesprochen. Und in unterschiedlichen Rollen ist ja wichtig, dass eine Führungskraft zum Beispiel auch als Vorbild vorangeht und so eine gewisse Vision hat. Ja, und da habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, dass es mit Spiritualität, wenn man mit seinem Selbst verbunden ist, besser geht. Aber Ja, ich habe auf jeden manchmal Fall. noch nicht so richtige Lösungen, wie man das auch rationalen Menschen sehr bildlich darstellen kann, sodass sie mal bereit sind, es erstmal auszuprobieren, ja? Ja, du sprichst gleich eines der größten Probleme an, die im 17. Jahrhundert entstanden sind, als dieses Newtonsche Paradigma, als das alleinige Paradigma hochgehalten wurde und von bestimmten Personengruppen einfach sehr nach vorn gebracht worden ist und alles, was damals sehr holistisch war, sehr ganzheitlich, nach unten gedrückt wurde. Und das führt heute noch dazu, dass wir eben einer vermeintlichen, und ihr hört schon die Betonung, vermeintlich Wissenschaft hinterher lechzen. Aber jeder, der sich ein bisschen mit Wissenschaft auseinandergesetzt hat, der weiß, dass wir natürlich bestimmte Goldstandards etabliert haben. Aber wie goldig sind die tatsächlich? Wie kann man das guten Gewissens überprüfen, ob ein Medikament oder eine Behandlung an Menschen durchgeführt wird und effizient ist, wenn man die anderen Menschen zufällig nicht behandelt. Ja, also wer den Goldstandard nicht kennt, dass man guckt und verteilt eben also die Versuchspersonen zufällig auf diese Gruppen und dann würde man einem Suizidalen sagen, oh, wir haben keinen Platz, weil er soll in der Versuchsgruppe landen, die nicht behandelt wird. Und dann haben wir eben die Leute, die behandelt werden. Also wie golden ist das wirklich, wenn man das runterbricht auf Menschen, die Behandlung brauchen, die händeringend nach etwas suchen, um eben nicht zu sterben. Ist ja ähnlich wie Und mit Mitarbeitern, ne? Die suchen ja, sind ja auch auf der Suche und ich habe die ja. Erfahrung gemacht, jeder Mensch ist gut und jeder will was Gutes tun, man muss sie nur lassen, ja. Richtig, richtig. Und das ist eben die große Kunst, dorthin zu schauen und sich nicht verblenden zu lassen von irgendwelchen Dingen, die man jetzt testet, ne, nur des Testens willen und dann die Humanität flöten geht, mal einfach gesagt. Deswegen kann man sich nochmal anschauen, was ist denn das, was wirklich wirkt? Und wenn wir jetzt wissenschaftliche Parameter schon ansprechen, dann kann man schauen, wie geht es dir? Du bist der größte Wissenschaftler von dir selbst. Also es sind. Ja, und das sage ich als Psychologin, die nun jahrelang durch Statistik geprügelt wurde.
Aber worauf kommt es wirklich an? Nämlich, dass du dich gut fühlst. Und das ist letztlich das, was tatsächlich zählt. Und viele Dinge, die wir kaum beweisen können oder die nur ein paar Forscher mit eigenen Geldern finanziert haben, die wir dann beweisen konnten, werden immer noch von der Mainstream-Wissenschaft nicht anerkannt. Das heißt, wenn du zu Wikipedia gehst und du suchst Channeln, Genau. dann liest du, ja, das gibt so ein paar Leute, die glauben, dass das und das passiert. Es gibt Leute, die glauben an Chakren. Dabei haben wir mit unterschiedlichen Methoden festgestellt, dass der Hautwiderstand an diesen sogenannten Energiezentren geringer ist, mehr Energie reinkommt, mehr Energie rauskommt, dass dort aber auch Energie gespeichert wird, viel mehr. So Informationsspeicherung. Also wir haben vielfältige Beweise, aber Leute glauben nicht, dass wenn sie ihre Chakren reinigen und ausrichten, dass es ihnen besser geht. Wenn sie es aber probiert haben, dann spüren sie es deutlich. Deswegen appelliere ich an Skeptiker immer, probier es doch einfach mal aus. Ja, Und ich glaube, deswegen bist du heute hier, um alle, die genau. mal Lust haben, das auszuprobieren, einfach Ja. mal sich einen Ruck geben und einfach mal auch ja, ergebnisoffen das Ganze sehen, ne? Und ich habe viel, wir sind ja groß auf dem Markt, wir haben unglaublich viel Budget, was wir jeden Monat verwenden, um Anzeigen auch nach draußen zu bringen. Und natürlich ist es ein halber Zwangskontext für diejenigen, die die Anzeigen sehen, wenn sie jetzt kein YouTube Pro haben und immer wieder Anzeigen bekommen. Und die sind dann eben nicht immer sehr offen dafür. Und dann hat man eben einen bestimmten Spiegel von der Gesellschaft, von eher skeptischen Menschen. Und dann gibt es aber auch unglaublich Tausende von Klienten, die zu uns kommen, die sagen, wow, ihr habt mein Leben gerettet. Ich habe jetzt schon viel bessere Lebensqualität. Ich habe schon viel mehr Geld. Alles, ich bin viel gesünder geworden. Ich Ja, habe meine Familie gerettet. Alles genau. Mögliche, ja. Und dann weiß ich einfach, okay, ich gehe nach vorne mit dem, was Menschen gut tut. Und diejenigen, die nicht kommen wollen, müssen nicht kommen. Ich zwinge niemanden etwas auf, aber die, die offen sind für eine Verbesserung. Und häufig sind es Menschen, die eben high performen, die unglaublich viel geschafft haben und trotzdem diese leise Unzufriedenheit spüren. Und keiner kann das Genau, im Außen genau. verstehen. Die super high performer, die ultra riches, die sind einfach dort, wo sie sagen, ich weiß nicht, wem ich noch vertrauen kann. Ich habe das Gefühl, alle sind nur bei mir, weil ich so reich bin. Und denen mangelt es eben an diesem Vertrauen, dass sie rausgehen können und Freunde haben, die echte Freunde sind, die nicht Ja, nur genau, sich dort gruppiert haben. das ist ja auch Ja. nochmal ganz wichtig, wenn du Führungskraft oder Geschäftsführer bist, mit wem machst du Geschäfte? Ja, es gibt ja ganz viele Sportler, die viel Geld bekommen haben, die das Geld vielleicht mit irgendwelchen Immobilien falsch investiert haben, weil sie eben die falschen geglaubt haben. Aber lass uns Richtig. vielleicht nochmal zurückgehen zu der Energie. Du hast ja am Anfang gesagt, ganz wichtig, dass man in seiner Energie bleibt, und du hast ja so viele Methoden, wie man Energie erhöht. Ja, ich sage Also immer, das. wenn man die richtige Arbeit macht, das gibt einem Ja. Energie, ja. Ja, genau. Also es gibt richtige Tabellen, die ich mal aufgeschrieben habe. So ungefähr, du kannst Arbeit haben, die nimmt dir Life Force Energy. Das ist, wenn du quasi an der falschen Stelle bist, wenn du irgendetwas machst, wenn es ein Brotjob ist, aber du bist nicht erfüllt. Die Leute um dich herum sind nicht erfüllt von dieser Arbeit und es kostet dich mehr Energie. Du gehst dort immer wieder hin, schaffst es dich zu motivieren, aber Energie geht flöten dort. Dann gibt es Arbeitsstellen, die schaffen es, die Energie gerade so auf einem Nullpegel zu halten. Das heißt, es kostet dich nicht mehr Energie, aber es gibt dir auch nicht Energie. Da arbeiten die meisten Leute in so einem Feld. Aber wie wäre es, wenn du diese Zeit verwendest und es gibt dir sogar mehr Energie? Und das ist immer abhängig von ein paar Faktoren. Du fühlst dich gewertschätzt, du fühlst dich gesehen, gehört, verstanden. Du spürst, Genau. dass deine Arbeit gebraucht wird, dass deine Qualitäten geschätzt werden. Und das gibt dir mehr Energie. Das heißt, du kannst mit einem Low-Level hinkommen und dann gehst du von dieser Arbeit und denkst so, wow, das hat heute richtig Spaß gemacht und das Ja, ist genau. uplifting. Ja. Und wie man da hinkommt, eine der einfachsten Methoden, die so profan, das erinnert vielleicht an eine Hausaufgabe aus der Schule, aber ich sage mal, macht euch eine Tabelle, schreibt euch auf, was sind die Energiefresser, das ist die erste Spalte, und was sind die Energieressourcen. Und dann siehst du ganz schnell, was dir Energie kostet. Und das kann ganz profan sein, das kann das Abwaschen sein, es kann, weiß was Genau. ich, die ganzen Jacken wieder in das Regal hängen von den Kindern, die gerade das Haus verlassen haben. Ja, was zieht deine Genau. Energie runter und was gibt dir aber auch Energie? Und das kann auch komplexere Sachen Genau, sein. also Das es. Projekt XY gibt dir Energie oder nimmt dir Energie.
irgendwie, Genau. ne? Das kann man ja auf den Alltag, also sage ich mal, auf den Arbeitsalltag beziehen, auch auf die private Sachen. Aber lass mich da vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Es gibt ja auch den Flow, ne? Also du hast es ja gerade so beschrieben. Also für mich ist eine Arbeit oder eine Tätigkeit, die Energie gibt, ist man meistens im Flow. Und da ist es wichtig, das richtige Maß an Über- und Unterforderung zu haben, ne? Also jetzt nicht im Burnout zu landen, aber auch nicht im Bore-out. Das heißt, es hält sich die Waage. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin ja selber ein Weiterbildungs-Junkie. Ich probiere immer wieder neue Sachen aus, sowohl theoretisch als auch praktisch. Würdest du sagen, aus deiner Erfahrung ist es Aufgabe der Führungskraft, dieses Gleichgewicht zu erstellen, also sich weder zu über- zu unterfordern mit den Aufgaben, die man sich vielleicht selber sucht oder die man, wenn man wirklich noch so ein hierarchisches Unternehmen hat, die man auch bekommt? Weil was ich immer merke, wenn eine Führungskraft, die ist ja auch wieder in einem normalen Unternehmen jemand unterstellt, die sagen immer, ja, der hat das, ich kann mich gar nicht entfalten, ich habe nicht die großen Projekte. Ne? Oder der andere sagt, ich komme gar nicht zur Ruhe, ich bin, wie sagt man, snowed under with work. Und da wollte ich nochmal so ein bisschen auch Richtung Selbstbestimmung, das war auch was, was du vorhin so ein bisschen geteasert hast, aber da sind wir dann auch nicht rein. Die High-Performer, sollen die das Zepter nehmen? Sind es Leute, die das Zepter in die Hand nehmen oder sind es auch wirklich Leute, die sich Mentoren suchen und sich dann auch ein bisschen quasi auf die Erfahrung der anderen verlassen? Ne? Also wenn man jetzt mal eine holistische Denkweise hat. Also zwei Fragen mit vielen Facetten. Deswegen, was ist deine Genau. geschätzte Meinung dazu? Also es ist so, dass wir im Grunde genommen selbstverantwortlich sind für unsere Bedürfnisse. Das heißt aber nicht, dass wir nur auf unsere schauen, sondern wenn ich in einer Führungsposition bin, dann schaue ich auch auf die Bedürfnisse der anderen. Das heißt, wenn deine Bedürfnisse erstmal so gut gefüllt sind, dann hast du erstmal Oberwasser. Wenn das nicht erfüllt ist innerhalb von dir, und wir kennen Maslow'sche Bedürfnispyramide und so weiter, wenn diese unteren Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann kannst du gar nicht nach oben gucken zu den höheren Zielen. Das ist logisch. Ja? Wenn du nicht weißt, wie du dein Essen bezahlen sollst, dann denkst du jetzt nicht an Verbesserungen der Hierarchie im Unternehmen, sondern da sind andere Sachen, die sich vordrängeln. Aber wir sind unseres Glückes Schmied, sagen wir im Deutschen. Und da liegt viel Wahrheit drin, weil ich kann nicht erwarten, weil das wäre eine Opferposition, zu sagen, ja, ich kann ja gar nicht, weil die anderen geben mir nichts. Dann ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, den anderen überhaupt wissen zu lassen, dass ich unterfordert bin oder dass mir das Projekt nicht Spaß macht. Also es braucht Kommunikation und diese Kommunikation ist häufig dann nicht gegeben, weil wir fürchten, dann würde es negative Konsequenzen haben. Wenn ich zu viel sage, dann passiert das und das. Aber es geht nicht anders, weil wir können nicht darauf warten, dass die Regierung, der nächstgrößere Chef, irgendwer auch immer, mein Partner, mein Kind, sieht, was ich alles brauche. Weil Ja, jeder hat genau. seine Ja. eigene Wahrnehmung von Situationen. Und das ist erstmal etwas, das müssen wir verstehen, im Praktischen. Wir denken, wir haben doch beide die gleiche Situation erlebt, aber beide haben eine komplett andere Wahrnehmung von ein und derselben Genau. Und ganz Situation. kurz, die Wahrnehmung von Fülle, von Abundance ist ja auch komplett unterschiedlich, ne? Für den einen ist schon Fülle, wenn er warm duschen kann. Für den anderen Richtig. ist, der braucht halt den Pool dann. Ja, Richtig, sehr richtig. spannend, ja. Ja, und wenn es um diese Energie geht, dann ist es so, dass du auch immer wieder das Gefühl hast, haben solltest, dass es kontrollierbar ist. Das heißt, angenommen, du bist in der Position und du sagst es immer, ich hab diesen Wunsch, ich würde gerne eine größere Verantwortung übernehmen, ich möchte gerne ein größeres Projekt haben, aber es wird immer wieder negiert. Dann ist das natürlich der Garant für eine schrumpfende Lebensenergie und du fühlst dich nicht wohl. Also wäre es dann deine Aufgabe zu sagen, okay, wenn das hier nicht funktioniert, dann muss ich weiterziehen und muss gucken, wo es funktioniert. Aber ich bin verantwortlich für die Erfüllung meiner Bedürfnisse, für meine Visionen. Und wenn jeder diese Verantwortung übernimmt, und das ist leider etwas, was sehr früh schon den Menschen abtrainiert wird in unserer Gesellschaft, diese Verantwortung zu übernehmen, überhaupt zu wissen, was sind meine Stärken, wo gehe ich hin, Ja welches klar, ich meine, Schulabschlusskind weiß das, das ja? Schulsystem tut ja alles. Du hast ja selber auch 4 Kinder, Ja. wo ich immer wieder gespannt bin, was die so alles Schönes treiben. Ich lese ja auch dein Newsletter und bin auch begeistert, ja, von den Audios, wie einfach man sich doch, ja, auch in so eine Stimmung bringen kann, dass man einfach sagt, nee, man möchte das jetzt machen und man überwindet auch, wie du manchmal sagst, diese Grenzen des scheinbar Möglichen, ne? Also es ist, heißt ja nicht Richtig. umsonst, nichts ist unmöglich.
Aber die Frage, die ich vielleicht noch hätte, weil du arbeitest ja auch mit vielen, die so ausgestiegen sind. Die haben gesagt, ach, Angestellten-Dasein, das ist alles nichts für mich. Ich will mein eigener Chef sein und merken dann, dass sie vielleicht wirklich nur wieder jemand anderem dienen, nämlich ihren Kunden oder ihren, was sie dann auch immer in die Welt bringen. Also es hat ja immer sehr viel mit dieser Wertschöpfung zu tun. Aus deiner Erfahrung, hat denn da wirklich jeder die Gabe, so unternehmerisch tätig zu werden und in die Fülle zu kommen? Oder würdest du auch bei manchen Personen, also die quasi auch bei dir dann in der Ausbildung sind, dass die quasi sagen, nee, mir ist lieber, ich habe lieber einen anderen Platz, ne? Also dass sie wirklich wie soll ich denn sagen, ihre Berufung, ihre Seelenaufgabe, ihren Purpose, wie man das sieht, dass sie den vielleicht leben, aber vielleicht was hinterhergerannt sind, was sie nicht so, was nicht ihrs ist. Also warum frage ich das? Weil ich ganz oft Geschäftsführer habe, die sagen, ey, ich bin erfolgreich, ich mache das alles, aber ich würde viel lieber Schafe züchten oder ich gehe Tauchlehrer auf Bali oder wie auch immer. Und das würde mich mal interessieren, weil das sind natürlich nicht die Menschen, die bei mir Hilfe suchen, aber hast du da auch Erfahrungswerte oder kannst du denen, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, einfach mal auch eine Idee geben? Genau, es ist ja so, wir kommen auf diese Welt und haben einen gewissen Potenzialraum. Das heißt, da liegen viele Potenziale verborgen. Und welche Potenziale wir nun ausleben, das hat mit bestimmten Faktoren zu tun. Wo sind wir hineingegeben worden? Was haben die Eltern unterstützt? Was hat sich so ergeben? Vielleicht war da ein Potenzial da, Surflehrer zu werden, aber der Surflehrer, wo man selbst gelernt hat, war unmöglich zu einem. Und dann hat sich dieser Raum verschlossen. Also wir haben viel in der Schule auch solche Erfahrungen, wo man sagt so, oh, Mathe hat mich immer interessiert, aber der Lehrer war so furchtbar zu mir. Ich konnte mich nur verschließen dem Gegenüber, um mich zu schützen. Und so werden eben nicht alle Potenziale gelebt, die angelegt sind in einem selbst. Und es gibt viele, die merken, wow, da oben an dieser obersten Stelle kommt da nicht viel Spannendes. Und die gehen dann runter und machen solche ganz so back to earth Dinge, Ja, Surfen genau. Mit stundenlang, den ja, Händen Unkraut züchten Schafen, genau. rauspulen. Und ich mache das beides. Also ich habe vor 9 Jahren bin ich immer nach Portugal gegangen. Wir haben einen Permakulturgarten aufgesetzt. Wir haben ein Jahr in der Jurte gelebt mit 3 kleinen Kindern, haben wir das Uiui. vierte dort im Wald bekommen. Also das war ganz, ganz irdisch. Und ich brauche beides. Ich brauche diesen Ausgleich. Heute leben wir nicht mehr so ländlich und haben nur einen kleinen Garten und noch einen Hektar Land weiter im Landesinneren. Aber es ist wichtig, dass du für dich etwas findest, was Sinn macht und was es auch ausgleicht. Dann rede ich nicht von Work-Life-Balance. Ich finde, die Arbeit sollte so gut sein, dass es nicht irgendwie mit deiner Freizeit ausgleichen muss. Das ist Ja, ein das bin ich auch der Meinung. komisches Konzept. Aber du solltest etwas finden, von dem du weißt, das gibt dir Energie. Wenn du weißt, umtopfen oder im Garten arbeiten gibt dir Energie, dann mach das. Und du musst nicht erst warten und den totalen Ausstieg nach der Rente planen oder wie auch immer diese Lebenskonzepte aussehen, sondern du kannst auch Kleines einfügen. Und auf dieser Liste der Energiespender, dieser Energiequellen, der Ressourcen sollten eben Sachen sein, die dir ganz kurzfristig Energie geben, die dir mittelfristig Energie geben und aber auch langfristig Energie geben, sodass du weißt, okay, wenn ich jede Woche zum Yoga gehe oder wenn ich jede Woche das mache, dann habe ich mittelfristig Energie und das gleicht das aus. Du solltest aber auch etwas haben, wo du weißt, oh, wenn ich ground und einfach mal mit dem Barfuß auf die Erde gehe, auf die blanke Erde, kein Beton, kein Holz, sondern blanke Erde, dann gehen alle positiven Ionen sofort in Sekundenschnelle aus meinem Körper raus. Ich habe weniger Entzündung. Und es gibt ja so Silent Inflammations, diese stillen Entzündungen, die über Jahre lang nicht entdeckt werden oder sie werden entdeckt, wo man sagt, oh, da gibt es Entzündungsparameter, aber wir wissen nicht, wo es herkommt. Aber das hilft. Und das bringe ich immer meinen Top-Performern bei. Macht ganz einfache, basale Sachen, die euch etwas geben. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und was den Potenzialraum angeht, das muss man auch probieren. Also ich habe damals gesagt, als wir vor 9 Jahren losgezogen sind, ich weiß es nicht, ob ich der Pharma-Typ bin, aber ich möchte es gern probieren, sonst werde Ja, ich klar. krank an dieser Vorstellung, der ich nie folge. Ja, was wäre, wenn ich in der Jurte lebe? Und ich habe es gemacht. Und dann kam ein großes Feuer 2017, hat das ganze Grundstück weggenommen.
Und ich habe gedacht, das ist jetzt auch gut. Also diese Phase ist abgeschlossen. Es war so wertvoll. Ich möchte es nicht missen, aber ich habe so viel Potenzial und ich weiß, woanders ist mein Potenzial noch besser. Es multipliziert sich mehr. Das ist mit besser Ja, gemeint, also ne? das ist auch schön, dass du das sagst, weil viele sind sich ja unsicher, wenn sie mal so einen Weg, also ich will jetzt nicht Karriere sagen, aber irgendeinen Berufsweg eingeschlagen haben. Ich weiß noch, als mein Papa zu mir gesagt hat, ich habe dann überlegt, was ich machen werde. Ich wollte Schreiner werden, Molkereifachfrau, weil ich so gern Käse esse. Habe ich immer gedacht, wenn ich die dann immer probieren kann und so. Dann habe ich aber Chemie studiert, ja. Und ich hatte meinen Papa gefragt, Papa, wie hast du das denn damals gemacht? Und dann sagte er, ich bin Landmaschinenschlosser geworden und das bin ich dann bis zur Rente. Und dann, das war für mich so fremd. Und ich merke das jetzt auch wieder selber immer mit Menschen, die ich auch begleiten darf, auch Führungskräfte, die trauen sich manchmal nicht, ihre Potenziale mal zu testen oder geschweige denn zu leben. Und wie gesagt, ich habe ja auch meine drei Studiengänge gemacht. Ich habe noch Jura, BWL und ich habe dann im Aromastoffe promoviert. Und dann sagen die Leute immer, ey Silvia, warum arbeitest du mit Menschen? Oder ich habe jetzt was ganz Komisches gemacht. Ich habe eine Feldleseausbildung gemacht, ja. Und wenn ich dann in diesem Feld lese, oder ich habe auch schon solche Meditationen gesprochen, und dann die Leute, also bei Teams zum Beispiel, lasse ich das dann ganz leise in der Ecke abspielen. Das hört dann keiner, aber es wirkt meistens trotzdem, ja, wenn man dann es spricht, man möchte sie, keine Ahnung, in die Fülle bringen oder ins Vertrauen bringen oder man löst Konflikte. Und lass uns da vielleicht noch mal, weil ich denke, da bist du auch die super Expertin, über Frequenzen sprechen. Ja, also wir sind ja alle im Körper, ja, wir haben eine gewisse Frequenz. Und ich weiß noch, ich weiß nicht, warst du schon mal in Wiesbaden in Hessen, in der hessischen Landeshauptstadt? Da gibt es Schloss Freudenberg und da kann man sich auf den Holzboden legen. Und Menschen, die sich da, also das ist ein Museum für Naturkunde, die schlagen Gongs an und du spürst am Körper, welche Regionen schwingen, ne? Also welche sind in Resonanz. Und du hast ja auch solche Audios und wenn ich die manchmal höre, dann merke ich das auch. Und ich war früher natürlich ein bisschen mehr verkopft. Ich finde das immer so spannend. Also ich lasse mich auch gerne darauf ein, auf die Spiritualität. Und wenn du dann aber den Menschen sagst, ja, das liegt an der, wie soll ich sagen, Meditation, die ich abgespielt habe, ne? Weil es dann doch irgendwie ins Unterbewusstsein geht, das glauben die meistens nie. Und ich sage ja gar nicht, ich will gar nicht, dass ihr fremde Sachen habt. Ihr könnt euch ja selber programmieren. Das ist ja so mein Wunsch, ja. Aber wie ist das bei dir mit, du hast ja sehr früh auch angefangen mit Frequenzen, bist da viel fortgeschrittener noch wie ich. Wie kann zum Beispiel eine Führungskraft, die merkt, in ihrem Team gibt es Konflikte, wie kann sie sich das vielleicht auch zunutze machen, da einfach mal ja, eine gute Gesprächsatmosphäre erstmal herzustellen? Ja, also zu den Frequenzen muss man sagen, dass alles quasi Frequenz ist oder eine Frequenz hat. Wir können Frequenzen an allen Dingen messen, an allen dinglichen Dingen, an Tieren, an Menschen. Die Frequenzen sind aber nicht fix, sondern sie gehen in einer wellenförmigen Bewegung. Und Frequenzen können aber auch sichtbar gemacht werden. Schon im 17. Jahrhundert hat sich ein Forscher damit beschäftigt. Später hat das Chladni aufgegriffen und hat dann diese Chladni-Klangfiguren entwickelt. So ein ganz feiner Sand auf einer Platte, die zum Vibrieren gebracht wird, um zu sehen, was es macht. Und jetzt stell dir vor, wenn das mit Sand möglich Wie ist, so was ein macht das mit Geigenbogen, uns? Genau, mit einem ne? Geigenbogen oder einfach unter Ja. Vibration, gibt unterschiedliche Methoden. Und wenn das dort möglich ist, an dieser Materie, dann ist es ja auch mit uns möglich. Das heißt, wir wissen von langjähriger Forschung, dass es einen Effekt auf den Körper hat. Mit Frequenzen werden sogar Schmerzen angegangen, mit Frequenzen werden die als unheilbar benannten Krankheiten geheilt. Man kann es nicht hundertprozentig sagen, weil Heilung ist sehr komplex, aber wir haben erstaunliche Forschungsergebnisse. Und das würde ich erstmal Skeptikern mitgeben, wenn sie offen dafür sind. Und ich würde auch verweisen auf großartige Namen wie Bruce Lipton oder Dispenza, die Standardwerke gemacht haben. Werde Das ist auch ein übernatürlich. Chemiker, guter Mann, sag ich euch. Genau. Also werde übernatürlich behandelt nur eins und das ist
wie wirken Meditationen? Und so fett mit richtigen Gehirnscans, also ein ganz dickes Buch, ein Standardwerk in diesem Bereich. Weil die Skeptiker brauchen häufig, damit sie es tatsächlich glauben können, weil ansonsten wischt unser Kopf diese Effekte wieder weg, brauchen einen Beweis und diese Beweise sind da. Und weil das nicht im Medizinstudium gelehrt wird oder mitgegeben wird, wenn man Führungskraft wird, empfehle ich das. So, wer offen ist dafür, sich erstmal zu informieren. Und dann bekommen sie Lust und dann öffnet sich ein Fenster. Und das Fenster muss nicht offen sein, damit es wirkt. Aber es ist schade, wenn der Effekt geschmälert wird, nur weil man es wegwischt danach und sagt so, ah ja, ne, wir haben ja auch ein Wichtiges besprochen. Also das kommt jetzt nicht von der Meditation, sondern das ist ja von was anderem. Das glaube ich nicht. Und das liegt nur daran, und es ist auch interessant, dass Meditation und auch Holistik an sich und esoterisch, das ist ja das Schimpfwort schlechthin heutzutage, dass die negativ konnotiert sind. Ja, das stimmt. Ja, und wir sagen, das ist aber nicht esoterisch, was ich mache. Das ist rein wissenschaftlich, ja. Und es ist okay. Wichtig ist, es wirkt. Du musst nicht dran glauben, aber es wirkt noch schöner und noch effektiver, wenn du ein offenes Fenster hast dafür. Und deswegen teach ich auch immer diese Sachen und reiße das an. So, wer da tiefer gehen will, Ja, hat da genau. immer umfängliche Literaturhinweise. Und wir können Frequenzen sofort nutzen. Das heißt, es gibt die reinen Tonfrequenzen. Ich kann zum Beispiel 528 nehmen und eine Situation, wo quasi die Luft knistert, ja, wo du in den Raum kommst und sagst, puh, was ist denn hier los? Weil gab es hier gerade ein Streitgespräch. Hier brennt aber die Luft. Also wir haben Formulierungen dafür. Da ist eine Frequenz einfach ins Stocken gekommen. Das ist dort passiert. Und wenn ich mit 528 Hertz arbeite, das gilt als die Liebesfrequenz, die universelle Frequenz, die quasi diesen Gleichklang mit reinbringt, dann kannst du dich plötzlich auf Augenebene ganz anders verstehen. Und dass Menschen sich nicht verstehen, das liegt häufig daran, dass jeder aus seinen Augen guckt. Das heißt, ich habe vor fast 20 Jahren Führungskräftetrainings gemacht, 3 Tage, 5 Tage und habe dann gesagt, so, was ist das, was du mitnimmst? Was ist dein Samenkorn von heute? Und dann haben die Führungskräfte meistens, das ist, war häufig Nennung, ja, signifikante häufig Nennung, kam, dass meine Mitarbeiter auch nur Menschen sind. Und ich dachte immer damals, boah, ist das schlimm. Also das ist das Einzige, was sie mitnehmen. Und dann aber auch Zeit, dass, aber das ist super, dass sie das mitnehmen, weil ich meine, wenn man das nicht hat, dann fehlt dir so einiges, ne? Ja, aber das ist ja auch einfach dieser Perspektivwechsel, den kaum einer mehr hinbekommt. Da Und wundere ich mich schon immer. 528 ermöglicht es, macht es möglich, weil es versetzt dich in eine Schwingung, wo du offen bist für dich erstmal, weil du musst dich selber lieben. Erst dann kannst du den anderen so sehen und lieben. Das heißt, du musst auch gelinde mit dir sein, um gelinde mit anderen zu sein. Aber wenn du dann plötzlich verstehst, warum diese Person gerade so ist, die Frau hat vielleicht eine Krebsdiagnose gekriegt, das Kind hat letzte Woche einen Suizidversuch gemacht, dann kannst du verstehen, oh mein Gott, na klar, performt der gerade nicht gut, obwohl es mein Ja, bestes ja, ja. Pferd im Stall ist. Und dann hast du wieder eine andere Möglichkeit, eine Ebene zu finden. Also Ja. 528 würde ich empfehlen für Okay. diesen Fall. Und dann gibt es Das eben ist super. unterschiedliche Frequenzen, die man für unterschiedliche Zwecke und Bedürfnisse einsetzen kann. 432 ist down to earth, erdet, ja, das bringt dich in einen soliden Status. Und ich würde immer empfehlen, wenn ich mit Führungskräften arbeite, dass sie es erstmal an sich testen. Weil so wie sie vibrieren, so wie in ihnen die Frequenz angelegt ist, so resoniert das auch im Außen. Und es ist fantastisch zu beobachten, wenn du dich erstmal in einen Gleichklang bringst. Also ich habe heute Morgen vor meinem großen Bass gesessen, er heißt Whale Rider, der bringt so zwei urige Töne, sind so große Aluminiumstäbe und habe erstmal so gedacht, so, ja, das ist die richtige Vorbereitung für den Tag. Also ich mache das auch persönlich für mich, wenn ich einen anstrengenden Tag habe, wenn viele unterschiedliche Bedürfnisse auf einen hereinprasseln mit 6 Leuten in der Familie, ist das halt Alltag. Dann sorge ich dafür, dass etwas von mir abfällt, dass ich dann wieder neu in die nächste Situation gehen kann, wenn ich arbeiten gehe oder wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Und dann habe ich kleine Ja Rituale, in klar, denen und ich auch die das tue. Rollen zu trennen, ne? Also das Ja. ist ja auch oftmals mit Eltern, also Führungskräfte, die Eltern sind, die trennen manchmal nicht so zwischen der Elternrolle und der Führungskraftrolle. Genau. Genau.
Ja, also es gibt viele Dinge, die man machen kann, aber Frequenzen sind einfach so ein Urgestein, was an Methodik, was man verwenden kann. Es ist sehr greifbar, es ist sehr anfassbar. Ich habe sonst immer so 80% weibliche Teilnehmer in meinen Kursen und bei dem Thema Frequenzen waren es jetzt auffallend mehr männliche. Das heißt, es ist ein Thema, was greifbar ist, wo man sagen kann, oh, das ist die Frequenz für XY. Und natürlich gibt es dann auch wieder Frequenzen, die noch nicht so gut erforscht sind, die du auch selber erforschen kannst. Und man kann auch mit Frequenzen arbeiten, nicht nur über pure Töne, sondern man kann sie hinterlegen in meditativer Musik, in Meditationen. Man kann sie benutzen, auch wenn man nur das einschwingt ins Feld. Auch da gibt es Beweise, den einfachsten Beweis, den ich gerne mit meinen Klienten mache, ist zwei Gläser Wasser von dem gleichen Wasser, gleich große Gläser und eins zum Beispiel mit Frequenzen zu bestrahlen, könnte man Ah, sagen. ja, das, Oder ja. auch einfach mit den Händen und wir denken an 528 Hertz und denken das nur, halten die Hände drauf und stellen uns vor, diese 528 Hertz würden über uns dort hineinfließen. Und dann schmecken wir, testen quasi, wie schmeckt dieses Ja, Wasser, ja, was ja. ich gerade befeldet habe? Und wie schmeckt mein Kontrollwasser, was ich nicht befeldet habe, was ein Stückchen weiter weg steht? Und dann beschreiben die allermeisten Menschen, 99%, mit denen ich das gemacht habe, sagen, es schmeckt unterschiedlich. Und wie schmeckt das? Manche sagen, es schmeckt weicher, manche sagen, es schmeckt klarer, manche sagen, es schmeckt frischer, manche sagen, es Ja, das schmeckt stimmt. mineralischer. Und das ist eben etwas, wo du sofort den Beweis hast. Und dann natürlich können wir noch mal verweisen auf Emoto, der die Ja, die kenne ich auch. Wasserkristallfotografie gemacht hat, ja, oder Ja, genau. heutzutage, weil er ist schon in die andere Dimension gegangen, gibt Ja, es Veda aber lass uns Austin. da Ja. vielleicht noch mal reingehen, wenn du fertig erzählt hast. Genau, also die Wasserkristalle fotografieren, das sind Dinge, die können wir alle testen. Also wir brauchen nicht irgendwie auf das medizinische Journal zu warten, dass die was publizieren, sondern wir können es an uns testen. Wir haben die Rezeptoren in uns, wir können schmecken, ob es sich anders Ja, man anfühlt, kann es auch viel ja. besser begreifen, wenn man es selber Genau. schmeckt. Ne? Es gibt ja auch, kennst du bestimmt auch den Zitronentest, wenn man dann verschiedene Zitronenwasser mit verschiedenen Frequenzen behandelt, also mit Schwingungen auch, dann schmecken die natürlich auch anders. Oder wenn man, Genau. wie war das, mit Blumen zum Beispiel, die mit einem sprichst du schön oder mit Pflanzen Richtig. allgemein. Aber jetzt lass uns mal überlegen, wenn jetzt eine Führungskraft, die sendet ja auch Frequenzen aus, ne? Du hast gesagt vorhin, alles ist Frequenz. Und wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, die es möglichst gut machen will, viele sagen immer zu mir, Silvia, ich muss die doch alle gleich behandeln. Und ich sage immer, nein, musst du nicht. Ja, wenn du Gärtner in einem Garten bist, dann hast du Pflanzen, die brauchen Schatten, Pflanzen, die brauchen Sonne, manche brauchen mehr Wasser, weniger Wasser. Und du bist der Gärtner, damit alles gut sprießt und sich entwickeln kann und ich sage jetzt mal, florieren kann oder damit du später eine gute Ernte hast, musst du halt die unterschiedlichen Bedürfnisse einkehren. Ja. Und jetzt überlege ich mal oder wollte dich vielleicht auch fragen, weil ich dich ja hier als Expertin habe, was passiert, wenn du mit einer Energie oder einer Einstellung auf ein Team gehst, also auf ein Team zugehst, ne? Und da gibt es ja manche Menschen, denen tut es gut und manche tut es nicht gut. Und wie kann da eine Führungskraft, also die haben immer so einen Knoten im Kopf, weil sie sagen, ja, ich kann den ja nicht bevormunden, weil ich manchmal auch gesagt habe, ich arbeite oft mit Programmierern. Ich sage immer, na gut, die stehen halt um 11 Uhr mittags auf, aber dafür sind sie auch bis 10 nachts und hauen dann die Tasten. Und da gab es wirklich Leute, die gesagt haben, nein, die müssen um 8 Uhr auf der Matte stehen, ja, 9 to 5 und so weiter. Ja. Naja, hast du da auch einen Tipp für die Führungskräfte, die jetzt vielleicht auch zuschauen? Und immer noch alle über den gleichen Kamm scheren wollen. Du hast es schön mit diesem Sinnbild des Gärtners formuliert. Und aus der Psychologie können wir nochmal die Motivationsforschung anbringen, die eben gesehen hat, dass es unterschiedliche Motive gibt. Das heißt, es gibt Leute, die haben ein höheres Anschlussmotiv. Denen ist es super wichtig, dass sie gewertschätzt werden. Dann gibt es Leute, die haben ein hohes Leistungsmotiv. Denen ist alles, also alles unwichtiger, aber die Ergebnisse sind enorm wichtig. Und aufgrund dieser unterschiedlichen Motive und auch der Hemmung dieser Motive, also es gibt Leute, die haben ein großes Anschlussmotiv, aber sie haben Hemmung, auf Leute zuzugehen. Das wären zum Beispiel Leute, die suchen händeringend einen Partner, gehen aber
auf einer Party nicht ans Buffet, um dort zu smalltalken, sondern stellen sich ans Bücherregal, wo kein Schwein hinkommt, wo quasi Dead End ist für eine Kommunikation auf einer Oder auf dem Party. Balkon und rauchen alleine. Ja, genau. Habe ich auch Und schon gesehen. das sind diese Dinge, die müssen wir beachten, rein aus dem Psychologischen. Das heißt, Ah, nicht okay. jeder hat die gleiche Kombination und die Führungskräfte sind besonders, weil die haben eben eine Kombination, die sie befähigt, dort zu sein und dort zu stehen. Und dann gibt es viele, die wollen da gar nicht stehen, die wollen gar nicht diese große Verantwortung tragen. Denen geht es super gut, wenn jemand sie führt. Und das ist das größte Missverständnis unserer heutigen Zeit, dass wir denken, alles muss auf Augenebene sein. Nein, an manchen Stellen ist es Okay. unglaublich wichtig, dass du diese Führungsrolle übernimmst und Leute können sich hinein entspannen, wenn du diese Führungsrolle übernimmst, weil die wollen nicht die Verantwortung tragen, die wollen nicht überlegen, wie das Ja, geht. Die genau, haben auch keinen also Spaß daran, irgendwie Lösungen zu finden für komplizierte Sachen, die gehen einfach weg. Und erstmal danke, dass du das ansprichst, weil das ist nämlich in der Tat, ich wusste zwar nicht, dass das so psychologisch tief begründet ist. Das ist ja diese Agile 4, ne? Wenn alle im Team gleich sind, jeder mit Verantwortung trägt, jeder mit entscheiden muss. Aber dieses Empowerment, was ja viele Führungskräfte weggeben wollen, hat ja mit Verantwortung zu tun. Und da habe ich schon oft erlebt, dass die Mitarbeiter wirklich diese Angst haben, Entscheidungen zu treffen, weil sie sagen, oh, wenn ich entscheide, dann muss ich ja auch Verantwortung tragen. Und ich sage dann immer scherzhaft, ja, die hast du ja sowieso schon, die Verantwortung. Nur glaubst du, dass deine Führungskraft die dir abnimmt? Ja, also ja, das ist echt spannend. Aber was ist denn jetzt die Lösung aus deiner Sicht? Die Lösung ist, dass wir in diesen Momenten erkennen, wann braucht es jetzt meine Verantwortung, meine Führung und wann kann ich das Team entscheiden lassen. Und ich bin eine Systemikerin, ich bin ein großer Fan von sich selbst organisierenden Teams. Das heißt, ich habe 10 bis 11 Ja, das bin ich Mitarbeiter auch. Das bin ich auch. und mir ist immer wichtig, dass sich die selber organisieren. Da passt aber auch nicht jeder rein. Und wir haben immer so ein bestimmtes Fenster, wir würden sagen Probezeit, aber wir nennen es nicht so, aber wo wir eben gucken, wie gehen Mitarbeiter unter Stress damit um? Wie gehen sie um, wenn sie Fehler machen? Sagen sie, oh, sorry, es war meine Schuld? Oder sagen sie, nee, ich konnte es ja nicht anders machen, weil das war so und so und externalisieren das. Und dann gibt es eben bestimmte Parameter. Die sind auch trainierbar, wenn jemand das nicht hat. Und dann gibt es aber auch einfach eine Zone, da geht es nicht mehr weiter. Da kannst du versuchen, und ich sage immer so, dreimal versuchen, dreimal was sagen, dreimal nochmal darauf hinweisen. Und wenn es danach nicht geht und sich derjenige ärgert, der das Team führt, dann können wir uns auch verabschieden. Dann suchen wir den nächsten, der da besser reinpasst, der anspricht auf Veränderungswünsche und dann eben sein Verhalten dementsprechend anpasst. Also Ja, die das Lösung ist. besteht darin, flexibel zu sein, ob ich führe oder ob ich nicht führe. Es ist wie bei Kindern, die brauchen auch unglaublich viel Entscheidungsfreiheit und Liebe, aber in manchen Ja, Situationen ist ich es auch weiß. unglaublich wichtig, dass man wieder die Zügel in die Hand nimmt. Und es gibt leider keinen Almanach, wo drin steht, Situation Bett gehen, Situation Anziehen jetzt bei Kindern oder Situation Projekt XY ist so, dass du das abgeben kannst und du musst es herausfinden. Und die Lösung besteht darin, wie so ein Seismographen zu haben, und den haben wir. Wir können quasi riechen, wenn Okay. irgendwo was nicht in Ordnung ist, wo der Hase im Pfeffer Genau. liegt. Ja, wir haben schon eine Vorahnung. Unsere Intuition gibt uns schon Hinweise und sagt so, ah, da Ja, müssen wir mal also. hingucken. Der wendet sich gerade ab, da muss ich mal fragen, was da los ist. Folgt diesen Intuitionen. Das ist Ja, quasi ich. das, wo wir das haben. Genau, also gut, dass du so einen Seismograph ansprichst. Ich sage immer, gute Führungskraft muss den Donner vorm Gewitter hören. Weil, also das ist ja gerade diese Intuition. Und manchmal denke ich auch, ich habe ja auch Konflikte im Team gehabt und dann habe ich mit denen gesprochen, nö, 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 alles in Ordnung, Silvia, du bildest dir das ein. Ja, und das waren so tiefe, kalte Konflikte, die auch gar nicht mehr im Bewusstsein waren. Aber da wollte ich jetzt gar nicht darauf hinaus. Jedenfalls schon mal danke, dass du uns die Lösung verraten hast, weil ich sage immer, ihr müsst auf dieser Klaviatur, ne, ihr müsst die tiefen Töne, du hast gesagt, du spielst so einen schönen Bass mit dicken Aluminiumsaiten, ihr müsst aber auch die hohen Töne spielen können. Ne? Und ich habe so ein Modell entwickelt, das Wohara-Bü-Modell. Also du musst wirklich mal wie ein Wolf entscheiden, ja, the one and only. Aber auch wissen, wann du das Team entscheiden lässt, ne? Weil du bist ja auch Richtig. nicht als Führungskraft fachlich in allen Themen drin. Also ich sowieso nicht. Ich arbeite als Chemikerin im IT-Unternehmen.
Aber mir ist es wirklich wichtig, dass die Menschen in ihre Kraft kommen, dass sie halt einen Sinn dabei sehen bei dem, was sie tun und dass sie auch weiter wachsen können, ne? Weil das ist mir halt auch extrem wichtig. Und genau, also wer Interesse hat an diesem Wohara-Bü-Modell, da werde ich demnächst mal was dazu schreiben oder posten. Aber du hast uns ja auch was Schönes mitgebracht, ein wunderbares Ja. Geschenk. Da wollte ich auf alle Fälle drauf eingehen, weil ich da wirklich alle, die zuschauen und später schauen, dazu ermutigen möchte, das einfach mal zu testen. Was hast du im Köcher für uns? Wir haben eine Anleitung mitgebracht zum Journalen. Also, wer nicht weiß, was Journaling ist, das ist im Grunde genommen Deutsch, würden wir sagen, Tagebuch schreiben. Aber es sind Journaling-Fragen, die hochschwingen. Es sind Journaling-Fragen, die du am Tag nimmst du dir 2, 3 Minuten und beantwortest eine dieser Fragen. Und ich empfehle immer, holt euch ein Journal, also ein Notizbuch und nehmt das nur für so etwas. Und das sind Fragen, die sehr hoch schwingen, die dich dorthin bringen, dass du fokussierter wirst, dass du merkst, was du wirklich willst und die einfach diese Innenschau ermöglichen. Und wer keine 2 bis 3 Minuten hat am Tag, der ist schon halb tot, sind wir immer gern. Also das muss einfach da sein. Wir haben auch 3 Minuten, um unsere Zähne zu putzen. Dann können wir auch 3 Minuten haben, um unseren geistigen Körper zu säubern, zu schärfen, ja, den Fokus wieder zu bekommen und Genau, uns genau. auszurichten. Und das kann zu so einer heiligen Zeit werden. Und besonders kraftvoll ist es, wenn unsere Gehirnwellen in Alpha sind. Das ist immer dann, wenn wir vorm Einschlafen sind oder wenn wir gerade aufwachen. Das heißt, bevor du ins Bett gehst oder nachdem du gerade aufgewacht bist. Also es neben dem Nachttischchen liegen zu haben, auf dem Nachttischchen macht auf jeden Fall Sinn. Und sich dann immer wieder einzuladen, auch heute sich diese Zeit zu nehmen. Und das ist eine ganz High-Quality-Me-Time. Weil du bist für dich. Du musst keinem gefallen in diesem Buch. Du musst niemandem irgendetwas geben. Dir wird nichts weggenommen. Das ist nur für dich und es ist ganz privat. Und du kannst reinschreiben, was kommt. Und manche bekommen auch schlechte Laune, wenn sie sagen, das ist ja wie in der Schule. Konnte das damals schon nicht leiden. Auch das kannst du aufschreiben. Finde ich jetzt blöd hier? Weiß ich nicht, ob ich morgen noch mal weitermache. Ja, es ist okay. Alles darf zu Papier gebracht werden. Und es hat einen besonderen energetischen Effekt, weil du das, was in dir ist, was du kaum formulierst, du hast eben schon gesagt, manchmal sind Konflikte so tief, dass sie im Unterbewusstsein abgespeichert sind. Das haben wir alle. Und so können sie nach oben gebracht werden. Und wenn du dich immer sicherer mit dir selbst fühlst, dann traust du dich plötzlich, Gedanken zu denken, die du vorher doch noch nicht mal getraut hast zu denken, die aber subtil da waren. Und das ist Heilung, das ist innere Heilung. Wenn wir geheilt sind, dann können wir natürlich auch diese Heilung reflektieren zu den anderen. Und manche sagen so, ja, ich bin ja nicht krank, muss ja nicht geheilt werden. Aber sind tiefe Prozesse. Ja, Geheilt aber es bist du darf dann. besser werden, weißt du? Das Ja, verstehe ich genau. nie, warum die Leute sagen, oh, mir geht's doch gut. Ja, Nee, ist schön, wenn du das so beschreibst, ja. weil wir niedrige Standards haben. Ja, wir sind groß geworden und man hat gesagt, träum nicht zu groß. Wenn du dann enttäuscht bist, weil du es nicht geschafft hast, dann hast du den Salat. Aber ich lade immer ein, groß zu träumen und es ist nicht schlimm. Weil wie geht das so? Wenn du zum Mond kommen willst, dann ziele drauf. Wenn du nur die Sterne erreichst, bist du wenigstens dort. Ja, und das sind diese Sachen, die wir bewusst werden lassen können. Unser Standard in der Gesellschaft ist sehr, sehr minimal. Viele High-Performer sprechen gar nicht darüber, wie gut sie finanziell aufgestellt sind, wie glücklich sie an manchen Momenten sind, weil es Neid erzeugt, weil es kein Standard ist. Standard ist, gestresst zu sein. Standard ist Ja, es irgendwie. ist ja auch ein Wohlstand teilweise, ne? Wenn ich manche Mütter schon rumrennen sehe und die sagen, oh, ich muss das Kind holen, ich muss einkaufen, oh, ich muss putzen, ich muss einkaufen, ich muss auf die Arbeit, ich muss was weiß ich. Und dann denke ich mir immer so, das ist so ein Wohlstands, also die denken, dass sie was Gutes tun, aber wissen gar nicht, wie sie sich selber damit irgendwie einkerkern, sage ich jetzt mal so frech. Also ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du das Tool mitgebracht hast. Ihr findet das direkt hier unter dem Video. Habe ich den Link auf alle Fälle, also unter den LinkedIn Live, es wird ja dann später auch verfügbar sein, habe ich den reingebracht. Und ich finde das auch eine gute Möglichkeit, diese Selbstreflexion zu machen, weil ich selber weiß, je reflektierter man ist, desto besser kann man auch den anderen ich will nicht sagen einschätzen, aber desto besser versteht man der Mensch, der dahinter steht, ja. Und was ich vielleicht auch noch sagen wollte, du hast ja gerade auch so schön gesagt, ne,
Man muss ja nicht warten, bis man im Stress ist. Ich sage immer, durch bestimmte Frequenzen, ja, da können die Lahmen oder sage ich mal, die Fußkranken lernen laufen, die Tauben lernen hören und die ganz normalen, die lernen dann halt fliegen, ja, weil, wie du schon sagst, ist dieser High-Performer, man kann ja immer noch besser werden, nicht im Sinne von mehr leisten, sondern mehr besser mit sich selber auch klarkommen, Ja, sozusagen. und die Gefahr bei diesem ganzen Selbstoptimierungswahn ist eben, sich selber zu verlieren. Also, dass man sagt so, okay, jetzt noch weniger Körperfett und jetzt muss dieses noch und jetzt renne ich noch den Genau. Marathon mit und dann muss ich noch gucken, dass ich die Supplements kriege und das machen. Das ist ja gerade total hip und angesagt und in Amerika ist das noch mal ein Stückchen krasser und ein Stückchen weiter, da geht das schon ein paar Jahre so, jetzt kommt es gerade auch in die europäischen Gefilde. Und man kann sich dort drin auch verlieren. Aber worauf kommt es an? Und du musst nicht erst todkrank im Bett liegen, um zu merken, wie Steve Jobs, oh, hätte ich mal mehr gelebt, sondern jetzt ist Ja. das Leben. Genau jetzt, in diesem Moment. Und wenn wir etwas mitgeben können heute, bei allem Optimierungswahn und bei allen Verbesserungswünschen, vergiss das Leben nicht. Und dann bekommst du auch wieder Klarheit. Also ich zum Beispiel habe daran gearbeitet, ich habe sehr viel gearbeitet in den ganzen letzten Jahren und habe dann vor über einem Jahr begonnen, einfach den Freitag freizunehmen. Und den aber nicht frei, um irgendwie, ja, undefiniert, sondern das ist ein Opportunity-Tag. Der steht frei für Opportunities, Sehr für Möglichkeiten, schön. ja. Und jetzt arbeite ich gerade dran, klappt noch nicht jeden Montag, aber schon mindestens 2 im Monat, auch den Montag noch dazu zu nehmen, sodass ich nur 3 Tage in der Woche arbeite, auch nur 4 Stunden pro Tag und sehr, sehr wenig Arbeitszeit habe, aber in meinem Kopf arbeitet sehr, sehr viel. Das Ja, heißt, ja, ich habe ja. in dieser Zeit, seitdem ich weniger arbeite, die Umsätze noch vergrößert. Und das ist Ja. genial, wenn man sich das Also das überlegt. bewundere ich auch an dir zum einen, aber auch an vielen anderen. Je weniger die tun, desto mehr ist der Output. Ja, und ich kenne das selber von meinen Urlauben, wenn ich dann manchmal am Strand liege oder Waldbaden mache oder also das, was mir am meisten Spaß macht, in der Natur sein, dann denke ich immer, oh Silvia, jetzt musst du das schnell alles aufschreiben, weil ich so coole Ideen habe. Genau. Aber das ist ja auch wichtig. Also du hast ja am Anfang gesagt, Energie ist alles quasi. Dann haben wir über Frequenzen gesprochen. 528 Hertz hast du gesagt, um quasi die Grundschwingung mal zu haben, ne? Dann die 432. Also ich denke mal, je höher man kommt, desto mehr Fülle und Geld und Abundance kommt wahrscheinlich dann auch wahrscheinlich auch mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber was du uns ja mitgebracht hast, ist diese High Quality Time. Und ich wünsche jedem, der hier zuschaut, dass er sich auch seinen Opportunity Tag oder vielleicht am Anfang, ich höre schon, nein, nein, Silvia, das schaffe ich nicht, sage ich, eine Opportunity Minute, ja, diese 3 Minuten, damit du dir das Journal ausfüllen kannst und dann eine Opportunity Stunde, die wird dann vielleicht die Richtig, zwei und ich habe mir das Stunden Jahre und erzählt, ne? Es geht nicht, ich kann nicht, es geht nicht, es kann nicht, bis ich so schlimm krank war, dass ich einen Monat lang überhaupt nicht arbeiten konnte und schon die andere Seite gesehen habe. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht es wirklich mal in die Richtung. Jetzt hat mein Körper auch gesagt, no, so geht es nicht weiter. Und es muss nicht erst so krass sein. Es muss nicht erst dort landen. Und klar, ich weiß es selbst, es braucht einfach die innere Entscheidung, jetzt etwas zu shiften. Und wenn man irgendeinen Schmerz hat, sei es einen körperlichen Schmerz, sei es einen mentalen Schmerz im Leben, dann geht es genau. häufig schneller. Aber lasst es euch sagen, ihr könnt jetzt schon etwas verändern. Just in diesem Moment kann schon etwas anders sein. Wenn du jetzt hier dabei bist, geh ans Fenster, öffne es, nimm einen riesigen Atemzug und tune dich ein. Also wenn man mit den Frequenzen arbeitet, dann kommt man auch auf solche Forschungsergebnisse, die zum Beispiel die Auswirkungen von dem Vogelgesang auf Pflanzen untersucht haben. Das heißt, es gibt Studien, die zeigen, sobald die Vögel beginnen zu singen im Morgen, und das sind je nach Region unterschiedliche Vögel, öffnen sich die Pflanzenunterseiten, die haben so kleine Löcher, wie so schwarze Löcher, wo das eingesaugt wird, und das wird Genau. aktiviert.
Und das Bald ist eben, öffnen. genau, und das ist das Ja, Fantastische. schön, ah, zu sehen. Nicht nur die Vögel sind synchronisiert mit den Pflanzen, sondern auch wir als lebende Organismen sind organisiert mit diesen Sachen und können dadurch uns viel besser eintunen. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es schon mal gemerkt, man ist manchmal so gestresst, man läuft irgendwo zwar lang, aber man nimmt die Umgebung nicht wahr, weil man so im Kopf ist, dass vielleicht sogar manchmal die Laternen ausgehen, weil wir die Ja, Energie der von jedem nehmen. Autopilot, das ist Richtig, aber wenn wir dann unsere Aufmerksamkeit, unser Gewahrsein öffnen und sagen so, wow, wir singen ja die ganze Zeit die Vögel, habe ich überhaupt nicht gehört, dann können diese Frequenzen, obwohl sie auch schon wirken, ohne dass wir ein Gewahrsein dafür haben, aber sie können noch viel tiefer wirken und du kannst dich hinein genau. entspannen. Das ist das Ja, durch das Fantastische. Bewusstsein. Also für mich ist das Richtig. wirklich immer ein intensives Bewusstsein. Ach, das ist schön. Also ich könnte mit dir noch viel länger über diese wunderbaren Themen sprechen, aber ich finde gerade dieser Appell, der Bewusstheit auch in der Natur ist ein wunderbares Schlusswort. Ich weiß nicht, ob du noch was, ergänzen möchtest, denn das letzte Wort ist natürlich, gehört immer dem Gast. Ja, Aber du hast schon hol so dir die viel Content geteilt zusammen. Journaling-Anleitung. Hol dir die Journaling-Anleitung. Hier unter dem Video findest du sie. Mit einem Klick bist du dort, kannst deine E-Mail-Adresse eintragen und kannst dann diese ganzen Felder viel mehr explorieren. Wir haben regelmäßig Informationen, Angebote. Für jeden ist was dabei, ob wissenschaftlicher, ob schon etwas, wie soll ich sagen, spiritueller. Aber wir arbeiten nur mit Spiritualität, die auch Nachweise hat. Also das ist mir immer persönlich wichtig, weil ich komme aus diesem wissenschaftlichen Bereich und ich bin auch ein super Skeptiker, was vieles angeht. Deswegen habe ich immer erstmal geschaut, okay, was gibt es denn da für Beweise? Wie können wir das uns denn überhaupt erklären, dass das wirkt? Ist das ein Placebo-Effekt oder mit was haben wir es hier zu tun? Und dann können wir Richtig, sehr, sehr richtig. einfach das mehr nutzen, weil die Fenster offen sind. Wenn ich den Widerstand loslasse, ist Energie da für die Exploration, für das Erkunden. Und ich muss nicht diese Schotten dicht machen, sondern kann dieses Fenster öffnen und mich diesen Themen Super. widmen. Und das kann ich nur jeden einladen. Es gibt so viel mehr zu entdecken. Es gibt so viel Weisheit da draußen und wir haben sie gesammelt und versorgen unsere Genau. Follower regelmäßig damit. Also danke für deine Arbeit, liebe Silvia. Ja, Danke, danke dass du dir, dass du da zugeschaut hast warst. bis hierher. Genau. Und all the best, alles, alles Liebe an dieser Stelle. Und wir sehen Genau, uns. dem kann ich mich nur anschließen. Guckt mal vorbei bei der Stefanie, denn die hat so coole Tools, die braucht eigentlich jeder, nicht nur Führungskräfte. Ja. So, ich habe jetzt die Übertragung beendet. Also hier läuft es noch, die Aufzeichnung, aber super, danke dir. Dein. Sehr Ja, gut. für dich war es okay, oder? Schön, schön. Ich meine, wir Genau, hätten ich noch habe jetzt. tiefer in alles Mögliche gehen können, aber man muss doch mal gucken, ne, was Ja, ich so muss mal gucken, was taugt. die. Also LinkedIn ist ja sehr, sehr konservativ teilweise. Ja. Aber ich habe trotzdem diese Challenge angetreten. Ich will diese ganzen verknöcherten Führungskräfte und irgendwelche Vorstände, weil das können die mir nicht erzählen, dass sie alles nur mit KPI, OKRs machen. Aber deswegen schon mal danke, dass du das auch Aber so ein eins bisschen kann ich sagen, runtergebrochen hast. Ach ich war so. vor 2 Jahren in Amerika und ich habe dort auf so Red Carpet Events im Rahmen unseres Buchlaunches mit so vielen Führungskräften gesprochen. Es war unglaublich. Und auch eigene, ne, Multimillionären, die eigene Unternehmen haben, zig Unternehmen und alle sprechen dort von Energie. Also als sie gehört haben, was ich mache, dann hat jeder irgendeine Warte mal Geschichte gerade, ich muss erzählt. gerade mal gucken, ob wir noch live sind. Weil eigentlich habe ich es beendet, aber es ist ja nicht schlimm. Also ich habe hier die Meldung, Übertragung ist beendet. Muss Alles ich mal gut. gerade schauen. Ja. Warte mal. So, aber wie gesagt, wir können das gerne auch noch mal weitersprechen. So, bist du noch da? Ja, bin da. Gut. Ah, jetzt habe ich, meine Assistentin hat mir gerade geschrieben, es läuft noch. Aber ich meine, So schlimm. wir sagen Wir ja haben nichts nichts Schlimmes Verkehrtes, aber gesagt. halt Nein, blöd. nein, nein. Nee, das kann man auch dann so reinschneiden. Das mache ich dann nachher noch am besten. Aber was war jetzt noch mal? Ich habe gesagt, dass Mit so viele in Amerika
von den obersten Führungspositionen, ne, richtig erfolgreiche, super riches, könnte man sagen, dort in Hollywood. Und ich war auf mehreren Red Carpet Events und ich habe mit so vielen Leuten gesprochen und alle sprechen über Energiearbeit, über Frequenzen, über Meditation. Und das ist dort schon etablierter als hier. Das kommt. Also das wollte ich einfach nur sagen. Die Zeit ist Ja, jetzt das wirklich freut mich reif. auch richtig, Ja. weil, also wie gesagt, ich habe auch also ich entwickle mich da auch hin, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich hatte natürlich auch die Beziehung zu mir teilweise immer verloren, aber das ist auch von der Schule so. Und dann hast du Kinder und dann willst du da was machen und sozusagen, ja, so sieht's aus. Natürlich. Also wir können Und immer noch besser werden. Und ich finde das immer so spannend, wenn du, ich verfolge dich ja schon länger, ne? Ich habe jetzt halt nur letztens dann auf den Kongress dich nochmal angeschrieben, wo du immer gesagt hast, ja, du wirst irgendwo zensiert, ne? Und die Leute wollen nicht, dass du das also dass du das, wenn man so will, unter das Volk bringst. Ja. Und ich denke dann immer, wie kleinkariert ist das denn, bitteschön, ja? Also ich kann eigentlich beide Seiten bedienen, da bin ich auch ganz stolz drauf, dass ich Leute mit dem Verstand relativ die Leute abholen kann, aber ich habe auch in Corona-Zeiten so 3, 4 Leute gehabt, die haben gesagt, Silvia, das hat so gut getan, einfach mal zu verschnaufen und zu mir selber zu kommen, ja, und lass mal gucken. Ja. Also ich würde sagen, ich schicke der Jasmin dann noch, also deiner Jasmin, die Aufzeichnung. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch in einem Podcast-Interview noch machen wollt oder wie wir da verfahren. Und wird dann auch noch schauen, ob Kommentare sind. Also meistens kommentieren die nicht so viel, weil die Geschäftsführer und Führungskräfte, die bei mir in der Community sind, die wollen sich nicht outen, ne? Aber ich hoffe, dass da genug bei dir rüberkommen und sich auch dein Freebie runterladen, weil ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der das macht Klar. entsprechend. Das muss nur einer sein, ne? Wenn der einen großen Einfluss hat. Und es öffnen sich immer mehr. Also, ich bin guter Dinge. Ja, ich auch. Wirklich. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir eine Ja. Punktlandung, 12:59 Uhr, weil ich habe gedacht, das ist so spannend, deswegen dachte ich, lieber mal mehr liefern. Also du hast auch sehr viel Wissenschaft reingebracht. Das wollte ich mich auch nochmal bedanken, weil das hilft denen dann immer. Ja, ich kenne ja die Ja, Pappenheimer. genau. Sehr gut, Richtig. sehr Und gut. wir Wo hätten geht's? jetzt auch Was über machst du ganz, jetzt? ganz andere abgefahrene, krasse Stasi-Themen und so weiter sprechen Ja, du, können, aber ich überlege ich auch gucke immer mit, immer. ich frage Ja. auch manchmal, ah, wie geht's dir heute, was hast du gegessen? Aber ich habe auch schon, also wie gesagt, so ein bisschen Storytelling hast du ja auch schön reingebracht. Ich würde sagen, danke, danke, danke. Ja. Und wenn du noch irgendwas brauchst, dann sag gerne Bescheid. Und Dann. dann rocken wir Cool. die Welt. Yes. Grüße Ciao, nach meine Liebe. Portugal. Dann auf bald. Ciao, ciao. Ciao.